Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir gegen Odin und jetzt kommt der Name. Heltakon Sharen heißt er, glaube ich. Er kämpft. Ich gucke noch mal zur Sicherheit nach. Heltakon Sharen, ja. Scheiß auf die Aussprache, ob's er den halbwegs richtig ausgesprochen. So, upsala. Dann, meine Güte. So, ich tue nur mal ein bisschen Staub von meinem Controller entfernen und dann drücke ich hier alles Mögliche. Und du, verpiss dich. Ich habe für eine Sekunde die komplette Steuerung des Spiels vergessen. Sehr gut, oder? So, lassen wir das. Machen wir einfach weiter. Ich habe, glaube ich, den Laden offscreen ein bisschen hochgelevelt. Die hier kann ich sowieso wieder nicht ausweichen. Ich will ein bisschen in der Story heute weiterkommen. Also, geht ihr mal alle weg. Also, auch schon wieder. Na? Kann ich also was Besseres kaufen? Okay, so hoch habe ich den nicht aufgelevelt, merke ich gerade. Ich kann nichts Besonderes kaufen. Warum kann ich jetzt noch so Sachen für Dingens kaufen? Für Alicia? Meine Güte, ihr blöden Viecher! Junge! Lass den Mist! So, weiter als bis hier sind wir, glaube ich, noch nicht gekommen. Ne? Da oben war Odin, wenn ich mich nicht irre. Jetzt da. La Oh Mann. Ah. Sieht schon wieder geil an. Hab keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Ich bin schon Level 91. Okay, ich bin Level 90. Ich dachte schon 91. Ja, wahrscheinlich sowieso jetzt schon stärker als der Finalboss. Hab ich so das Gefühl. Ich nehme mal an, Odin und Co. waren ja schon optional so fürs Nachdurchspielen. Deswegen nehme ich jetzt mal ganz einfach an, der Finalboss nicht so stark ist wie die Hartangriff. Du gibst Fokus und A-Angriff. Du gibst Angriff und Hartangriff. Bringt Fokus eigentlich was als Magier? Weiß ich gar nicht. Stimmt, ne? Boah, jetzt kommt so ein Werwolf oder Korundlehre. Also Zaved braucht echt keine besseren Sachen. Boah, was soll ich denn damit? Erst wenn die anderen mal irgendwelche Sachen bekommen. Hab ich schon gegen so einen gekämpft? Weiß ich gar nicht. Kein Dialog, also nehme ich mal an, ja. Aber jetzt lasst mich mal in Ruhe, verdammt. Ich will mich hier umschauen. Aha. Wahrscheinlich warte ich ja noch irgendwo so ein Boss, ne? Sein ein Kraut, ehrlich. In diesem Höllenloch. Und das Monolith, Hallöchen. Aktionspunktsuche ist was für ein Dreck, ne? Ha, schon sehr lange, dass wir einen Monolithen gefunden haben. Schwierigkeitsgrad hoch und Chaos übersteht genug Kämpfe mit höherer Schwierigkeit, um diese Einstellung freizuschalten. Dieses Mal machten dir deine Feinde unter anderem mit schnelleren Angriffen und kürzeren Wirkzeiten das Leben zur Hölle. Das kommt mir irgendwie nicht so vor. Können für Unfall so mein Bewusstsein verlieren. Was? Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das hatte ich schon. So, hätten wir das auch erledigt. Jetzt gerne weiterkommen. Ohne in zig Milliarden Gegnern hier reinzulaufen. Kann man irgendwie so kommen vor. Sieht ein bisschen aus wie Herr der Ringe. Nur noch dieses große Auge. Thron von Artorius. Oh Gott. Oh mein Gott, so viele. Sagt mir nicht, dass irgendwann mit Teleportern oder so. Okay, das sieht schon mehr nach Final Dungeon aus. Und was erinnert mich dazu? Ja, doch schon so ein bisschen am Herr der Ringe, wenn der Mond jetzt so zwischen diesen beiden Säulen wäre, hätte man Saurons Auge, aber. Irgendwas anderes erinnert mich das auch noch. So dunkler Mond oder Sonne. Roter Himmel. Erinnert mich schon an Sovngarde von
die Elder Scrolls. Ja, wo kann ich? Können wir da ganz zum Anfang hin, ne? So. Ja, die Bosheit von Camelot. Oder die Bossheit. マオテラスが発しているのか。マオテラスに流れ込んでいるのか。とにかくこの汚れがマオテラスの氷魔にしている原因なんだ。隣の中心は村の奥のように。おそらくそこにヘルダルフとマオテラスがいる。行こう。この中で生き残っている氷魔は普通ではないはずです。十分に注意してください。Oh my god。みんなもね。大丈夫。 Hätte das gedacht, je weiter wir gehen, desto stärker werden die. Ich speichere mal hier, auch wenn wir nicht viel erreicht haben. Eigentlich nur von einem Speicherpunkt zum anderen gelaufen. Monolith und Kraut gefunden, aber was soll es? Gut, ich bin bereit, den Tag zu beginnen. Was? Keine Ahnung. I'm ready to attack the day. Ich hoffe, der ist ein bisschen stärker geworden, ne? Ja, wenn er genauso stark ist wie unser letzten Gegner Sand, was du hergestellt, geil. Ja, da kommt alles auch noch. Ich nehme an, das bleibt alles noch, auch nachdem wir das Spiel durchgespielt haben. Wahrscheinlich läuft das so ab. Wir kämpfen gegen den letzten Boss. Okay. Mal ein bisschen faszinierend. Wir kämpfen gegen den letzten Boss. Dann können wir speichern und tauchen dann wieder vor dem letzten Speicherpunkt auf. Wenn wir nach Tales of Graces F-Logik gehen. So, jetzt wird es natürlich. Hat man alles von draußen gesehen gerade. Okay. Gefällt mir nicht. Viel zu viele Wege. Du bist neu, komm her. Schwarzer Panther. Neue Musik. Okay, da ist der finale Dungeon. Nein, ich bin viel zu stark dafür. Wurf. Warte. Nee, du hast schon. Bei dir hat man schon die Mystikart gesehen. Komm mal her. Hatte doch fünf Mann. Alter, was ist hier los? 5A. Vier Treffer kommen. Ich glaube schon über 5. 4. Was auch neu, komm her. Wurf. Ach, wir sind Level 80, aber gar keine Chance irgendwie. Wird eigentlich nur durch Level Ups stärker werden. HP kriegen wir nicht mehr. Schade. Außer, okay, ihr könnt immer noch so optionale Boss rumlaufen, so wie Odin und so, ne? Hoffentlich nicht. Okay. Wir haben noch mal eine ganz neue Kampfmusik. Wir haben eine sehr bedrohliche Final Dungeon Musik. Das hier muss ein Final Dungeon sein. Ja, super. Ja, komm, flieg hier runter. Ja, Mann, da können wir rüber springen irgendwann. Hey, ist eigentlich gut, dann du bist auch ein neuer Gegner, aber du siehst aus wie so ein Magierviech. Ich habe schon wieder keine Lust drauf. So, dann gehen wir da lang. Was? Nein, okay. Jetzt ist Havet wahrscheinlich aufgeschrien, wenn ich direkt davor gestanden hätte. Was? Hey. Ich kann auch leere Räume kontrollieren. Schau dir das an. Was? Augenkontakt? Ja. Oh Gott.
Ich habe mal was gedrückt. Der Raum ist nicht gut zum Kämpfen. Ey, hier geblieben. Seid doch nicht also ernst. Wir müssen den Spaß haben vor dem letzten Kampf. Aber es war nicht nur gegen ihn gerichtet. Nein. Ich kann auf hoch spielen, dann kriege ich vielleicht. Wenn dann Geschirrschrank umgeschmissen. Ich könnte den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher stellen, dann kriege ich vielleicht ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Stimmt, 20 Erfahrungspunkte mehr. Aber lassen wir das. Ich denke mal, an dem Wind ist irgendwas. Joink. Okay. Wasserstopfer. Und Sanduhr. Okay, gegen euch haben wir auch nicht gekämpft, also komm her. Jetzt wahrscheinlich Magie ein, ne? Sie war gleich, ich gehe auf die Gegner los, sie haut Feuer ab. Ist immer von Kacke, ne? Ich wusste es, ihr seid verdammte Magier. Ich hasse es. Boah, guck sich da einer an. Wir machen diese Rufi gar keinen Schaden. Au. Solche Gegner braucht ihr euch nicht amortisieren, auch wenn die nervig sind. So. Okay. Damit glaube ich sowieso nicht mehr klar. Jetzt muss ich einfach noch gucken. Jetzt muss ich mir, boah, jetzt muss ich mir den ganzen Weg merken, wo ich hin kann, wo ich hin muss und so. Bin ich gut. So, hier hin. Ja, schon mehr so was, was ich mir unter einem traditionellen letzten Dungeon vorstelle, aller Tales of. Aber so Gebilde. Normalerweise sind die letzten Dungeons immer so ein bisschen futuristisch, habe ich so das Gefühl. Obwohl, in Tales of Symphonia war ja auch so ein Schloss, ne? Also, Schloss. Tales of Symphonia war ein Schloss, ne? Das kommt schon eher daran. Ich überlege gerade von Tales of Grace F. Ja geil, Aktionspunkt suche, aber ich kann nichts da machen. Wenn ich dich fertig mache. Danke, endlich mal. Punch. Irgendwie bringst du die Mystic Arts in diesem Spiel nicht. Ich
vermisse es irgendwie, wo Mystic Arts Schaden gemacht haben. Okay, die Amortisierungen, die machen Schaden, die Mystic Arts, aber war jetzt echt nur, weil ich die Kamera nicht nach oben gemacht habe. Samen von Illuminat. Das unbekannte Wappen. Ups, Entschuldigung. かなり古い伝承だけに出てくる謎の天族だな。一応五大神だ。マオテラスの前の。マオテラスの先代？五大神って入れ替わるものなのか？流行り廃りは何だってあるわ。現に今はマオテラス信仰だけが盛んじゃない。他の指針を押しのけて。そういうものかな。つまりここはカノヌシの神殿だったのかも。かもしれないな。 was für ein Geheimnis habt ihr denn schon wieder? Ich liebe es ja, wenn andere Leute Geheimnis haben. Da baut so schön hat Vertrauen auf. So, ich habe. Hey, Moment mal. Wo muss ich denn jetzt hin? Darüber, über eine Ding kann ich nicht rüberspringen. Ach ja, okay. Wollte schon sagen. Gibt doch gar keinen Weg, wo ich dann hin kann. Mal erstmal die Sackgassen alle. Ah, oh nee. Oh nee. Was da anschreien, ich untersuchen kann? Nein, okay, tschüss. Geh weg. Kommst du denn her? Okay, da lang an. Was? Okay. Ist hier irgendwas? Nein. Gut, okay, tschüss. Ich bin voll durch die eine durchgegangen. Hat gesehen. Ja, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich von irgendwo hier so Dinger kaputt machen, damit ich darüber springen kann. Okay, zum Meistern von Kämpfen auf Leben und Tod. Mangiot haben wir sehr wenig SK. Auch habe ich schon. Okay, super. Verteidigung und A-Verteidigung. Verteidigung und Angriff. Verteidigung A-Verteidigung. Aber wo Flügelgegner, dich haben wir noch nicht bekämpft. Garuda. Erde? Nein, schade. Aber du bist nicht resistent gegen Erde. Irgendwie geil, hat die ganze Zeit im Spiel irgendwie Gegner so nicht erklärt werden. Warte mal, Layla, hattest du eine neue Mystic Art? Nee, ne? Boah. Oh, sehr gut. Okay, die erste Hälfte davon hat mich an Tales of Vesperia erinnert. Was ich nicht gespielt habe, aber ich kenne die Mystic Arts und der Hauptcharakter hatte so eine ähnliche. Das sah irgendwie so aus wie der Anfang. So, Schwertleite. Ah, Angriff und Angriffskraft. Uff. Ich habe auch Angriffskraft, wenn du so eine A-Angriffskraft bekommst. Ah. Was hängt eigentlich die Stärke der Mystic Arts ab? Ich muss schon sagen, spricht da irgendwie runter oder was? Oh,
Ostmarin. Ich meine Ostmarin. Okay. Oh, hallo. Ja, ich kenne euch noch. Diesmal weiß ich, was ich bei euch machen muss. 1. Ich weiß noch, wie ich das nicht gecheckt habe beim ersten Mal. In der Feuerprüfung. Oh ne, heißt das, gleich kommen so Augen von der Wasserprüfung. Leck mich. Nein, da habe ich keinen Bock. Sieht schon aus hier wie so Augen. Nee. Will ich nicht. Was gab es noch? Was gab es in der Erdprüfung? Da gab es diese Säulen, die ich kaputt machen muss. In der Windprüfung musste ich so Türen auf und zu machen. Nee, gehen wir erstmal da lang. Das sieht aus wie die Wasserprüfung. Do not approve. Und nach unten. Und Miklo auf Apfelgummi zu stellen, von habe ich schon viele. Stell irgendwas anderes Geiles her, wie. Weil nicht. Sandohren, die waren gut. Oder. Alles Teiler. Und jetzt bin ich verwirrt. Wo soll ich als erstes hin? Vielleicht nochmal zurück. Ich komme mit solchen Sachen nicht klar. Okay, ist eine Truhe, sehr gut. Und da kann ich auch noch rüber. Ach, da kann ich mir ein Ding ganz machen. So, du Mammut, komm her. Machen Elefanten echt solche Geräusche? Also echte Elefanten? Habe ich noch nie gehört. Kein einziges Mal, als ich im Zug war. Okay. Find die Siegesquoten. Sklavenschatten. Sind etwas schwächer hier in dem Spiel als in anderen Spielen. Messer. Fokus. Pff. Jetzt kriege ich echte Müllwaffen, habe ich das Gefühl. Und da ist noch, meine Güte, was ist denn hier noch alles am Keuchen und Fleuchen? Du siehst schon ein bisschen stärker aus. Ich weiß nicht, die Siegesquoten in dem Spiel sind nicht so gut. Sind irgendwie nicht witzig, nicht informativ oder so, finde ich. So wie in Xillia oder Xillia 2 oder Graces. Die meisten davon sind irgendwie so, weiß ich nicht. Wie nennt man das? Arquart? Weiß man irgendwie nicht, was man darüber denken soll. Habe ich dort Gefühl. Oh, Riesenschuh, du bist sowas von Boss, oder? Obwohl, du gehst auf mich los. Okay. Los. Panzer, was? Ehrlich? Ein Drache mit Flügel. Haben wir bis jetzt einen Drachen ohne Flügel getroffen? Oh ja. Mal mein Team irgendwie wieder wechseln. Oh, lange ich brauche ich immer nur das gleiche Team zu nehmen. Aber kommt eigentlich gerade sehr gut, das Ganze mal aufhören abzuwerten. Mein Gott. Wie einfach abwehren können und gut ist, ne? Sehr gut. Stehst nicht auf. Da finde ich jetzt gut, dass mich das Ding hier wieder zum Anfang zurückbringt. Da kann ich schon mal zurückgehen und speichern. Jetzt auch noch weiter und
weiß ich nicht genau, wo ich hin soll. Was bist du denn? Schämen. Ja, wie viele Gegner jetzt hier noch gibt, ne? Schau, Geister mit meinem Schwert. Was sagst du dazu? Alter. Ihr alle. Weil eine Party ohne mich. Oh Mann. So. Finde ich irgendwie eine ganz schön riesige Artenvielfalt hier. So, ich möchte jetzt nur in die Truhe gehen, dann gehe ich zurück, speichern und dann beenden wir im Part, ja. Was ist das, so ein blöder Golem jetzt drin, ne? Nö. Gut. Da ist der Speicherpunkt. Oh nee. Oh nee. So. Zack. Und zurück. Den Rest. Oder den nächsten Rest. Hat schon wieder jemand einen Geschirrschrank umgeschmissen. Geh weg. Gut, merken, ich muss nach rechts gehen. Und dann will ich noch ein bisschen backtracken für einen anderen Weg. Und dann gucken wir mal, was sich hier noch finden lässt. Wahrscheinlich gehe ich offscreen noch in ein Gasthaus und heile mich. Ich hoffe, da kommt kein Skit, das wäre nämlich sehr gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.